Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeige ich euch einen verlassenen Ort, der anfänglich nicht gerade interessant wirkte. Einiges war hier schon abgerissen und zerstört, doch lasst euch von den anfänglichen Aufnahmen nicht täuschen. Man sollte gerade bei solchen Orten nicht voreilige Schlüsse ziehen, wartet also ab. Möchtet ihr weitere solche Orte und viele spannende Folgen rund um dieses Thema sehen, dann besucht auf jeden Fall mal meinen Kanal. Dort warten weit über 150 Folgen zu diesem Thema auf euch. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall. Mehr zu diesem Ort gibt es jetzt von mir in den kommenden Minuten. Sperrt also die Lauscher auf. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch eine verlassene Glasfabrik. Eigentlich als Ausweichlocation geplant, fuhren wir dennoch mal hierher und sollten anfänglich eher enttäuscht werden. Naja, zumindest rein optisch. Ihr seht es ja selbst, gerade auf dem Vorplatz war schon so manches weggerissen und unsere Hoffnung, hier doch ein paar tolle Aufnahmen zu machen, wurde immer kleiner. Am Ende sollte es sich aber auszahlen, hier doch einen genaueren Blick hingeworfen zu haben. Reisen wir nun aber erst einmal via Ohrschleim zurück in die Vergangenheit, um zu klären, was hier alles so passiert ist, wann alles losging und so weiter und so fort. Vor fast genau 100 Jahren befand sich auf der heute weitläufigen Brache ab 1925 eine Reitsportanlage, die durch einen Verein geführt wurde. Diesen Verein scheint es bis heute noch zu geben, zumindest fand ich diverse Öffnungszeiten, Ansprechpartner und Adressen.
Der Verein musste wenig später zugunsten eines 173 Meter hohen Weinbergs weichen. Wo dieser Weinberg allerdings jetzt so plötzlich herkam, ist eine gute Frage. Vermutlich gab es die topografische Erhebung schon vorher oder sie entstand durch den örtlichen Bergbau. Sehr wahrscheinlich entstand 1962 die hier gezeigte Anlage. Der Bergbau nahm überregional ab den frühen 50er Jahren viel Land ein und sorgte für massig Arbeitsplätze. Entsprechend mussten die Mitarbeiter auch versorgt werden. Die Rede ist von einer sogenannten Tagesanlage, was schlichtweg den oberirdischen Teil eines Bergwerks beschreibt. Hier fand man dann Dinge wie Unterkünfte, Pausenräume, sanitäre Einrichtungen, Büros und natürlich auch eine Kantine oder Dinge wie eine Krankenstation. Einiges davon könnt ihr später noch hier im Video sehen, wenn ihr genau hinschaut. Der Betrieb ging bis 1968 so einher. Über die Einstellung der Bergwerkstätigkeiten habe ich jetzt nicht weiter nachgegrast. Was man jedoch erwähnen sollte, ist, dass man hier einen Bunker für diverse Sprengstoffe plante. Dieser entstand jedoch nie, vermutlich weil es immer wieder zu Erdrutschen rings um die Anlage kam und mitunter ganze Straßen nicht mehr befahrbar gewesen sind. Das Erdreich gab eine solche Liegenschaft hier einfach nicht her, aber glücklicherweise hat man das vorher mitbekommen. In der DDR-Planwirtschaft stieg parallel der Glasbedarf derart an, dass ab dem 1. Januar 1969 die Vereinigten Volkseigenen Betriebe Bauglas Dresden das Areal als Betriebsteil umfunktionierten und fortan nutzten. Im gleichen Atemzug entstanden auf dem Gelände weitere Fabrikhallen und Räumlichkeiten. Vermutlich kostete die Betriebsteilerweiterung etwa 2,7 Millionen Ostmark. Zentral organisiert wurde der Betriebsteil erst über Torgau und übergeordnet von Dresden aus. Territorial liefen Genehmigungen und so weiter aber über Altenburg, nachdem Burna und Zeitz ausgeschlossen wurden.
Witzigerweise dauerte dieses Hin- und Hergeschiebe von sowieso verstaatlichten Firmen im vermeintlichen Volkseigentum schon damals viel zu lang. Entsprechend wurden schon im August 1968 die ersten Produkte hergestellt, obwohl man offiziell erst 5 Monate später hier mit der Fertigung begonnen hatte. Ob das dann auch schon sowas wie Schwarzarbeit war? Naja, der Staat wird es sich schon passend gemacht haben. Erster Betriebsleiter wurde in dies der treue Funktionär und frühere Tagebaumitarbeiter Genosse Helmut Patschke. Dieser wurde am 14. Mai 1968 durch die SED-Parteileitung für die Führung vorgeschlagen und entsprechend später damit beauftragt. Die Anlage ist im heutigen Zustand fast komplett so erhalten, wie sie einst nach dem Ende des Tagebaus entstand. Lediglich ein paar Garagen und ein Pförtnerhaus wurden später, also nach der Wende, abgerissen. Diesen Teil hatten wir zu Beginn des Videos ja schon gesehen. Zum Rest der DDR-zeitlichen Produktion liest man allerdings nicht viel. Was ich herausfand, waren diverse Fabrikationen wie Ornamentglas, Klarglas, Überfangflachglas und diverse Sondergläser. Auch verschiedene Farben waren hier möglich. Nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands glückte am 31. Mai 1990 die Reprivatisierung zur GmbH. Erster Geschäftsführer wurde Dr. Lutz Seifert. Man löste das Werk mit einem Stammkapital von 8 Millionen D-Mark aus. Ob man das jetzt tatsächlich selbst bezahlt hat, das konnte ich nicht herauslesen. Fakt ist aber, dass die Gesellschafterversammlung etwa 2 Jahre später, im November 1992, eine erneute Feststellung des Stammkapitals anstrebte und damals auf nur noch 50.000 D-Mark kam. Dem 14. November 2002 zählte das Glaswerk zu den Vereinigten Glaswerken mit Sitz in Aachen. Dort wird das Werk übrigens bis heute als damals sehr wichtiger Standort beschrieben. Über diese Zeit liest man dann auch etwas von der Produktion. Ich zitiere: Die Produktpalette erstreckte sich primär auf Sekuritglas für Türen und Fenster, für Glaskonstruktionen sowie Glas für Innentüren. Darüber hinaus wurde Emalitglas für Brüstungen hergestellt. Eine hierbei wichtige Sparte war die Produktion von Scheiben und Fenstern für Autos verschiedener Hersteller. Auch liest man, dass regelmäßig auf Messen ausgestellt wurde. Etwas über 120 Mitarbeiter hatte das Unternehmen in dieser Zeit. Wie viel es allerdings zu DDR-Zeiten waren, bleibt unklar. Solltet ihr da Informationen haben, dann schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare und vielleicht findet sich ja jemand unter euch, der hier vielleicht sogar in der Vergangenheit gelernt oder gearbeitet hat.
Zu den Gründen der Insolvenz, wenn es denn eine war, was aber sehr wahrscheinlich ist, liest man insgesamt so gut wie nichts. Vermutlich wurde die Firma 2006 ein frühes Opfer der weltweiten Bankenkrise, die ihren Höhepunkt 2008 erreichte. Nach dem Aus für die Glasindustrie plante das Land auf dem Gelände eine Müllverbrennungsanlage. Diese wurde allerdings durch vehemente Bürgerproteste abgewendet. Sicherlich auch eine sehr unüberlegt dumme Idee, so etwas dorthin bauen zu wollen, hatten doch die Landkreise viel daran getan, die Überreste des Tagebaus zu renaturieren. Und jetzt will man dort eine Müllverbrennung hinbauen? Also manchmal fragt man sich echt. Bis heute verfällt die Anlage weitestgehend, während sich die Natur Stück für Stück alles zurückholt. Weitere Planungen blieben bisher aus. Soweit man liest, sind wohl auch die Besitzverhältnisse bis heute nicht ganz abschließend geklärt. Dennoch war das Areal auf Kleinanzeigen für 250.000 Euro angeboten worden. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich das Objekt länderübergreifend in gleich 11 Flurgrundstücke teilt. Die Bürokratie dahinter lasse ich jetzt besser außen vor. Kommen wir nun abschließend zum Zustand. Was am Anfang und wie der Ersteindruck war, hatte ich bereits abschließend geklärt. Je weiter man in das Objekt kam, desto mehr fand man aus der produktiven Zeit dieser großen Anlage. Wir fanden Räume mit hunderten Kilos an Akten, Dokumenten und Lieferscheinen, Umkleidekabinen mit persönlichen Gegenständen einstiger Mitarbeiter und natürlich unerwartet postapokalyptische Fotomotive, die man so auch nicht überall findet. Diese zeige ich euch dann übrigens auch auf Instagram oder Facebook, schaut da also mal rein. Insgesamt kam hier alles etwas unerwartet, man muss auch mal Glück haben. Aber was sagt nun ihr zu dieser Anlage? Kann man hier noch etwas draus machen oder sollte man einfach endlich alles der Natur zurückgeben? Die Frage zum Thema Denkmalschutz können wir uns hier an dieser Stelle sparen. Ich für meinen Teil finde, dass man hier schon vor Jahren alles abreißen hätte sollen. Aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst es mich mit einem Daumen nach oben gerne wissen. Vergesst nicht, für weitere Folgen auf meinen Kanal zu schauen, insofern ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.
Thank you.